Hallo und herzlich willkommen zurück bei Surviving Mars. Hier ist gerade, also ich bin ja noch in der Aufnahmesession, ist gerade weitergelaufen. Wir haben hier den Sektor D0 gescannt, haben dadurch 27 Metalle bekommen. Wir haben einen anderen Sektor gescannt, da haben wir Kohle bekommen. Also, das läuft. Das läuft. Dann gehen wir doch mal raus. Eins, zwei. Den scannt er jetzt. Bebaubares Gebiet, Sensortypenverstärkung 191. Ja, ich hätte aber gerne Wasser. Wasser. Hallo. Ja, wir müssen mal. Ich muss mal um uns rum, muss ich mal alles scannen. Ich brauche nämlich Wasser. Ah, mehr geht nicht. Okay. 9. Alles klar, gut. Das ist egal. Hauptsache, er macht da mal weiter. Was willst du denn schon wieder hier? Habe ich dir nicht gesagt, Ressourcen sammeln? Wo sind denn weitere Ressourcen? Was sind denn das hier für Ressourcen? Genau, hier. Ressource einsammeln. Warte mal, ich will mal gucken, nett ist der das da wieder. Was ist denn das? Ja, aber was ist denn das für eine Ressource? Was ist denn das? Metall? Ist das Metall? Ich sag dem jetzt einfach, der soll das Metall einsammeln, wenn das Metall ist. Metalle. Und hier entladen. Okay, es ist Metall. Research complete. Keine Ahnung, ey. Transportoptimierung abgeschlossen. Woo, yeah, nice. Geil. Das ist nice. Oh, was ist hier? Fertigteilkomprimierung durch. Alle Spitzen können. Alle Spitzen können als Fertigbauten auf der Erde bestellt werden. Was sind denn alle Spitzen? Was sind... Ne, ich kann da nicht drauf. Also, ne. Ah. Alle Spitzen. Was sind denn alle Spitzen? Hier vom Baumenü? Das ist aber doch keine Spitze, oder? Was sind alle Spitzen? Spitzen! Hier! Aber ich kann die schon ordern. Hä? Verwertet 70% des verbrauchten Wassers innerhalb der Kuppel wieder. Oh! Oh! Oh. Vielleicht hätte ich das machen sollen in unserer ersten Kuppel. Okay. So, aber wisst ihr was wir bauen? Wir bauen erstmal einen Landeplatz. Ganz ehrlich, ich möchte einen Landeplatz haben. Kosten 10. Was sind denn das 10? 10 Beton. Ja, pf, Beton hab ich genug. Ich möchte gerne einen Landeplatz haben. Sektor scanned. Anomaly found. Aber ich möchte den. Möchte ich den hier hin haben? Oder hier hin haben? Ich weiß es noch nicht so. Warum kann ich. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Wo ist mein Transporter? Hier. Sind das Gesteinsabfälle? Das scheint so. Macht er das jetzt? Nee. Okay, was ist denn das? Für eine Ressource? Ist das Beton? Nee. Sind es einfach nur Felsen, die ich nicht harvesten kann und deswegen einfach nur Felsen da sind? Ja, ich überlege, was das für Felsen sind. Warte mal, wenn ich den. Kann ich dem nicht sagen. Wie groß ist denn der Radius? Nee. Das machen, ich glaube, das sind einfach nur Felsen. Die wir so nicht ordern können. Also wir können hier Transportroute, Ressourcen einladen, alles was in dem Bereich ist und hier entladen. Da machen wir es so. Und wenn der Ton ist, auch hier.
Hallo, hallo. Wo ist mein mobiler Erkunde? Ferngesteuerter Erkunde, komm mal hierher. Komm mal hierher. Anomalie scannen. Danke. Haben wir jetzt Wasser gefunden? Nee, immer noch nicht, oder? Ups, automatisches Speichern. Achso, das ist noch nicht erforscht. Wo hab ich denn Wasser? Hieß es nicht in der Auswahl, hier wäre Wasser? Ich bin ein bisschen verwirrt. Es hieß doch, da wo wir hier landen, da wäre Wasser, oder nicht? Oder ist das unser Sektor, wo wir gelandet sind und hier in dem Bereich, wo wir jetzt halt gerade sind, ist kein Wasser? Das wäre natürlich blöd. Das wäre blöd. Das macht mich auch traurig. Aber ohne Wasser können wir keinen Sprit herstellen und ohne Sprit können wir die Rakete nicht zurückschicken. So, was können wir denn noch bauen? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Stromschalter brauchen wir nicht. Betonextraktor, Metallextraktor, Edelmetall, Polymer. Sektor scanned. Okay. Achso, das kriegen wir gar nicht. Das steht da. Das ist da verfügbar. Okay. Okay, 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 gut. Ja, dann müssen wir halt mit dem Sensor müssen wir dann halt scannen. Das ist halt einfach so. Lebenserhaltung, Moxie. Den Sauerstoff können wir herstellen. Das ist nicht das Problem. Für die Produktion, ich würde dann aber dann doch schon gerne, weil hier ist, da ist Forschung. Da ist Forschung und auf diesem Forschungsding, aber hier ist Kohle und hier Anomaly ist Kohle. Analyzed. Oh, was? Anomalie analysiert. Neue Technologien. There's more to the barren environs of the Red Planet than meets the eye. Okay. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. Kann ich? Darf ich? Der Erzähler. Wenn, dann soll es doch bitte auf Deutsch alles vorlesen. Dann muss ich es nämlich nicht machen. Aber finde ich schön. Neue Technologien können erforscht werden. Für jene, die wissen, wo sie suchen müssen, ist die karge Landschaft des roten Planeten eine wahre Schatzkammer voll von unentdecktem Wissen und Wundern. Selbst der kleinste, schlichteste Stein kann die Antworten auf Geheimnisse liefern, die die Menschen schon seit Generationen beschäftigen. Manchmal bedarf es nur einer einfachen Entdeckung, um uns der Größe des Universums bewusst zu werden und über die Grenzen unserer Existenz hinweg in die Zukunft zu blicken. Effekt. Die folgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Stilllegungsprotokoll, Magnetfilterung. Oh ja, Forschungsanzeige öffnen, mach mal. Die Magnetfilterung ist das hier, oder? Magnetfilterung. Upgrade für Moxie, Magnetfilterung. Sauerstofferzeugung um 50% erhöht, das ist schön. Magnetfilter, filtern ferromagnetische Metall verunreinigen leicht magnetische Partikel aus der Marsatmosphäre, wenn sie durch unsere Moxies eingesaugt werden, wodurch die Effizienz deutlich steigt. Da würde ich sagen, ich bin da voll dabei, weil ich bau den noch nicht. Ja? Was ist denn das hier? Drohnenschwarm. Drohnenhubs werden mit 2 zusätzlichen Drohnen maximal und das Maximum an Drohnen wird auf 80 erhöht, okay? Da Drohnen einen Großteil der schweren und gefährlichen Arbeit im Mars verrichten, ist es unerlässlich, dass wir die Kapazität unserer Hubs erhöhen, um mehr Drohnen einsetzen zu können. Ja, das ist gut. Stilllegungsprotokoll, das müssen wir Beräumigung von ausgeschlachteten Gebäuden, das können wir auch mal machen. Wir machen mal das, wir machen das an die 4 und wir machen das an die 5. Fertig. Ja, dann ist hier dauernd irgendwas in Erforschung. Und wir kommen weiter. Ein Feuchtigkeitsvapor erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Die Produktion wird in Nähe von anderen Vaporrohren verringert. Keine Produktion während Staubstürmen. Okay, also wir hätten da sogar einen dabei. Das ist mit so einem Ding, warum ich hier gerade durchklicke, was wir alles können und haben. Denn wir haben ja schon so ein bisschen von der Erde was mitgebracht. Ne? Und jetzt ist die Sache, ich weiß, hier auf diesen Dingern, die Sensormesswerte haben ergeben, dass uns diese Anomalie bei unseren aktuellen Forschungszielen helfen könnte. Schicke einen Erkundungsrover, um die Anomalie zu analysieren. Ach so. Apropos, wo ist denn der? Wo ist denn der? Ach da.
Anomalie scannen. Ach so. Oh, dann habe ich ja bei dem anderen einen Fehler gemacht. Ja. Ich habe nämlich beim Erstversuch. Ach, guck mal hier, hat er alles eingesammelt. Okay. Dann Ressourcen einsammeln. Alles, was hier steht. Ressourcen einladen. Alles. Und hier entladen. Ich habe eine Wohnkuppel da drauf gebaut. weil ich echt dachte, das würde dann beschleunigen. Okay, gut, das muss erforscht werden. Na, dann brauchen wir in die Richtung gar nicht ausbauen. Dann können wir ja hier in die Richtung ausbauen, weil hier bekommen wir Geld. Dann würde ich aber auch den Feuchtigkeitsvaporisator, wo war der dann? Wo war der? Hier. Den würde ich jetzt hier hinsetzen. Zumindestens. Doch, machen wir hier hin. Stromkabel machen wir dann von hier. Nach da. Ja, kommt gleich. Kommt gleich das funktionierende Gebäude. Research complete. Anomaly analyzed. Oh, analysier. Oh, Anomalie. Respekt. Geil. Forschung ist abgeschlossen. Nicht funktionierendes Gebäude. Zack. Was haben wir denn? Was haben wir denn bekommen? Das ist ein Outsourcing. Geniale Chronolisten, okay. Was könnten wir denn... Was sind das? Logi-Pilze. Neues Gebäude, Pilze haben eine Nahrung produzierendes Gebäude außerhalb der Kuppel. Oh, außerhalb der Kuppel, das ist cool. Alle Pilze sind essbar, manche jedoch nur einmal. Toll, super. Ich hab hier einen Pilz. Können wir da halluzinogene Pilze anbauen? Dann sind die bestimmt froh hier oben, also zumindest glücklich. Was denn das? Sonden sind billiger und verfügen über Tiefenscans. Ja, das könnte natürlich auch. Die will ich eigentlich gar nicht, die Geldmittel von 1000. Ich habe ja noch genügend. Sektor scanned. Geil. Ah, das ist mir nur so eine Anzeige, was da alles ist. Das ist schön. Das finde ich cool. Aber Wasser wäre viel geiler. Ich muss ganz ehrlich sagen, Wasser wäre viel geiler. Wassererzeugung. Jawohl. Rund um die Uhr, das sind die Arbeitszeiten. Nachtschicht, erste Schicht, zweite Schicht. Aktueller Status 6 bis 14. Dann ist es 14 bis 22 und das ist von 22 bis 6. Genau, das ist ja fast unsere Schicht, die ich arbeiten muss, also meine. Muss mit einem Wasserverbraucher verbunden werden. Das weiß ich. Und das würden wir auch fast schon machen. Aber wie viel Wasser erzeugt nur? Wasserkapazität 1 pro Sol sind es dann doch schon 6. Gesamte Produktion 6. Ich weiß nicht. Ich glaube, das langt nicht, was wir an Wasser dann produzieren. Und das finde ich ein bisschen schade. Ah, ne, warte mal, er macht mehr. Oh, 7, 8. Produktion pro Sol. Okay. Dann lassen wir ihn mal laufen. Dann lassen wir ihn echt mal laufen. Was braucht er denn an Strom? 5. Und wir produzieren Stromerzeugung 40 und Strombedarf sind 15. Gespeicherte sind 200. Okay. Das heißt, unsere Solarkollektoren laden dann nachts den, was ist denn jetzt schon wieder, Sauerstofferzeugung. Sauerstoff kann durch Moxie an Atmosphäre begonnen werden, da das Überleben zukünftiger Kolonisten davon abhängt. Es ist äußerst empfehlenswert, einen Sauerstofftank zu lagern, zur Lagerung zu errichten. Sauerstofftank. Rohre werden zur Verbindung aller Lebensmittel verwendet. Ja, okay, das, dann machen wir hier auch den Moxie hier hin. Komm, machen wir hier Sauerstoff, Lebenserhaltung. Wir machen den Sauerstofftank. Ich stelle dann aber auch hier einen Wasserturm hin, wenn ich das...
Machen wir erstmal den Wasserturm. Den habe ich ganz vergessen. Lebenserhaltung, Rohre. Dann bauen wir den Moxie hier irgendwie hin. Können wir den drehen, dass der oben und unten Rohre hat? Oh, Anomalie entdeckt. Nice. Wir könnten den so drehen und wir könnten den auch hier hinstellen. Dann machen wir das. Den Sauerstofftank, den stellen wir gerade. Sektor scanned. Wenn wir gerade hier hängen, dann kann ich mich hier noch ein, zwei Sonnenkollektoren hinstellen und dann, weißt du, wie ich meine? Rohre. Research complete. So, jetzt ist das doch alles miteinander verbunden, oder? Ist alles ein bisschen noch nicht so 100 Pro. Bin ich noch nicht so dahinter gestiegen. Also in den Rohren wird alles transportiert. Das habe ich jetzt schon mitgekriegt. In den Rohren wird alles transportiert. Sauerstoff, Wasser, Sprit, da wird alles drin transportiert. Deswegen können wir ein Rohrsystem bauen. Und jetzt ist hier alles drin. Das seht ihr, jetzt sind die Zeichen weg. Der Sauerstofftank, hier ist Sauerstoff, das Wassertank, also ist alles easy. Erhöhe 1, gespeichertes Wasser 5, Kapazität 100, maximale Erzeugnis 10, okay. So, du kommst jetzt mal hierher, du kannst nämlich hier drüben, habe ich, hier sind auch noch Ressource einladen, alles. Und dann müssen wir es hier entladen. Und ich glaube, das hier ist alles Metall. 187 Metall ist halt einfach. Ja. Sektor gescannt, Forschung abgeschlossen, sauber, nice. Dann reihen wir direkt hier was hinten dran. Zack, wieder hinterher, dass es direkt weitergeht. Dass wir da gar nicht so lang machen. So lange rummachen. So, jetzt hätten wir Forschung läuft. Da sind 5 in der Warteschlange. Wir haben hier unser Sauerstoff-Wasser-Gedöns. Hier stellen wir noch ein Windkraftrad hin und 2 Sonnenkollektoren, wenn das geht. Nur jetzt noch nicht, weil die Wartung ist sehr, sehr teuer. So, wir haben ein Wasser, wenn ich das. Lebenserhaltung. Sauerstoffproduktion. 3 Sauerstoff, Sauerstoffbedarf 0, gespeicherter Sauerstoff 27. Ja, würde ich erstmal laufen lassen. Und Wasser genauso. Speichertes Wasser 12, Kapazität 100. Lass das erstmal laufen. Kuppeln sind bewohnbare Megagebäude, in denen zukünftigen Kulissen auf dem Mars leben werden. Die Errichtung einer Kuppel nimmt eine Menge Zeit und Ressourcen in Anspruch. Plane sorgfältig, wann du deine erste Kuppel errichtest. Sie muss mit Wasser und Sauerstoff versorgt werden, und Kolonisten in den entsprechenden Gebäuden können im angrenzenden Bereich um die Kuppel arbeiten. Jo. Haben wir noch eine weitere Anomalie entdeckt? Ja, hier. Hey, was ist los hier? Was ist denn das? Was ist das? Ist das Gas? Ist das Gas? Kann ich dem sagen, der soll diesen Sektor hier scannen? Geht.
die Scans laufen ja. Wo war ich denn jetzt hier? Da ist mein... Das ist der ferngesteuerte Transporter. Das ist der ferngesteuerte Erkunder. Anomalie erkunden. Ferngesteuertes... Du kannst hier alles... Ressourcen einladen. Er hat gar nicht gefragt. Er hat gar nicht gefragt, ob alles... Naja, machen wir halt mal. Ah, vielleicht weil ich direkt auf die Ressource geklickt habe, das kann natürlich sein, ne? Nachricht ansehen, was? Nachschub. Die Einsatzleitung schlägt vor, dass wir eine Rakete oder eine Nachschubkapsel mit wertvoller Nutzlast von der Erde anfordern. Wir sind immer noch auf Hilfe angewiesen, um in der rauen Umgebung des roten Planeten zu überleben. Auf der Erde wartet ein pflichtbewusstes Team auf deinen Anruf. Das Team kann eine neue Rakete oder Nachschubkapsel in wenigen Stunden mit sämtlichen Ressourcen beladen, die wir anfordern, und ist dabei nur durch Geldmittel unseres Sponsors eingeschränkt. Zögere nicht, den Anruf zu tätigen, um wertvolle Ressourcen zu erhalten, die wir selbst noch immer nicht herstellen können oder die es auf der Oberfläche des roten Planeten nicht gibt. Das kann auch passieren? Oh, das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Das ist ja richtig blöd. Aber ich habe doch... Was sind das hier oben vor schon? Ich habe doch hier oben noch 12 Polymere, 10 Maschinenteile und 7 elektronische. Ist doch alles noch gut. Ist doch alles noch... Alles easy. Alles entspannt. Ja. So. Tipp. Du kannst die Nachschubanzeige über die Schaltfläche, über die Blickfeldanzeige öffnen und eine neue Rakete oder Nachschubkapsel mit Ressourcen, Gebäuden und Fahrzeugen von der Erde anfordern. Schön. Und ein weiterer Tipp. Du kannst jederzeit Nachschubmissionen anfordern, solange du über die nötigen Geldmittel verfügst. Nachschubkapseln kosten mehr. Raketen müssen für die Rückreise betankt werden. Okay. Danke. Vielen Dank, dass wir das jetzt wissen. Oh, wir können auch, glaube ich, jetzt mittlerweile einen Treibstofftank bauen. Und somit die Rakete betanken und zurückschicken. Das würde ich sagen, machen wir bei der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Habt eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.